Perfekt verplant heißt das aktuelle Solo-Programm. Meine Güte, heute mit dem Sprechen ist ein bisschen schwierig, deswegen sprichst du jetzt einfach. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist und jetzt eine kleine Performance von Kai Rothwenzel für euch und für uns. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich bin auch sehr gerne hier vor allen Dingen bei Kai 3, weil es ist irgendwie, ich weiß nicht, man sieht das hier nicht so im Fernsehen, aber wenn man hier reinkommt, ist es schon mal richtig klasse, weil hier kann man richtig anständig noch auf die Toilette gehen. Ja, kann man, wirklich. Es ist nämlich hier so, dass die Toilettentüren, wenn man hier reinkommt, sind die eindeutig beschriftet. Auf der einen Tür Herren, auf der anderen Damen. Und dann weiß ich, hey, da muss ich rein, klasse. Weil ich in Köln irgendwie bin, so im belgischen Viertel oder so, in diesen Innenkneipen, da ist ja irgendwie total trendy geworden, dass dann so die Toiletten mit so surrealen Bildern beschriftet werden, ne? Mit so Zwitterwesen, ne? Wo man so guckt, so, ja, wo ist noch ein Schwänzchen dran? Oder auch wenn ich in Berlin auftrete, da ist es irgendwie auch total trendy, dass die Toilettentüren da auf Russisch beschriftet werden, ne? Wo dann auf der einen Tür dann steht so, muss es nana? Und auf der anderen, muss es nana? Wenn ich so, ja, ich muss pullern. Ne? Geht man durch irgendeine Tür durch, kommt direkt eine Frau und her, ist eine Frauentoilette, kann sie nicht lesen? Ja, sorry, ich komme aus Westdeutschland. Ich hatte Englisch in der Schule. Sorry. Und aber mein Gott, hier Kai 3, alles eindeutig beschriftet. Ihr solltet mal vorbeikommen. Kommt mal ins Studio, ist richtig gut, ist richtig nett. Und ich kam aus Köln übrigens hier hin nach Düsseldorf. Mit dem ICE bin ich gefahren. Auch ich habe eine Bahnnummer. Und natürlich bin ich mit dem ICE gefahren, nicht mit der S-Bahn. Ne? So richtig schnell. Und in diesen ICEs müsst ihr mal nach ganz vorne gehen. Da sind nämlich jetzt so Glasscheiben. Also diese neuen ICEs, die auch nach Frankfurt rauschen. Da sind so Glasscheiben, da kann man so durchgucken, was der Lokomotivführer da eigentlich immer so macht. Das ist ganz klasse, das ist wirklich ganz nett. Allerdings kommen dann andauernd so Bahnfans in dieses Abteil. Die kommen dann so rein, so, oh, ich kann vorne rausgucken. Oh, gibt's ja nicht. Oh, oh, oh. Ich meine, was soll das? Wenn ich in Köln mit der Straßenbahn fahre, gehe ich auch nicht nach vorne. Oh, ich kann vorne rausgucken. Oh. Wenn ich im Auto mitgenommen werde, sitze ich auch nicht auf der Rückbank. Und ich kann vorne rausgucken. Oh. Und hinten auch. Oh, Mann. Das gibt's ja nicht. Klasse. Und vor allen Dingen, man hat ja so als Kind gedacht, Mensch, in diesen ICEs, Mensch, da sind doch Lokomotivführer, die haben Muskeln, die müssen Kohlen schippen, die schwitzen, das ist anstrengend. Und das Einzige, was man da sieht, das ist so ein Typ, der hat so einen Joystick in der Hand, und der macht schneller, langsamer, schneller, langsamer. So wie Rain Man, schneller, langsamer. Und da braucht er so viele Kippen, dass du vorne eh nicht mehr rausgucken kannst. Aber ich meine, das ist aber der technische Fortschritt, ne? Die ICE ist richtig schnell, ne? Also wenn sie fahren. Und richtig gut, technischer Fortschritt. Es gibt ja auch, es hat sich ja viel entwickelt hier. Ich bin ja hier umgeben von Computern. Und vor allen Dingen, so zum Beispiel Laserdrucker haben sich auch weiterentwickelt. Das ist richtig klasse. Wenn ich zum Beispiel so einen Text ausdrucke, ne, der kommt so, wie so ein Herbstwind raus, so. Das finde ich gut. Wie war das vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren gab es ja nur so 24 Nadeldrucker von Seikosha. Und die waren so super schnell und extrem leise. Aschen, 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 ran, 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 ran. Aschen, ran, 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 ran. Aschen, ran, 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 ran. Und das Ganze in LQ. Letter Quality. Das war besser als LQ. Das war ja nur Near Letter Quality. Das waren so die neuen Nadeldrucker, die schrien so wie beim Sex. Heute Laserdrucker. Ein Herbstwind geht durchs Schlafzimmer. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen mehr über Fortschritte erfahren wollt, über ICEs, Drucker und über meinen Schauspiellehrer aus London, guckt mich an im Takelgarn. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Takelgarn. 11.2. in Düsseldorf, 15.3. Atelier Theater in Köln. Dankeschön. Tschüss. Kai Roth, vielen, vielen Dank. Nadine? Sehr gerne. Ja. Danke, dass du bei uns warst. Echt und viel, viel Erfolg bei deinem Programm. Wir kommen auf jeden Fall alle mal vorbei. Geburtstag, ne? Genau, wir feiern nur Geburtstag und gehen heute Abend in Köln weg, ne? Sehr gerne. Okay, ach cool, also Verabredung abgesahnt. Und jetzt übergehe ich an Nadine. Ich